Die Polarkopix Pro hat ja ein Touch-Display, das heißt, wenn ihr damit duschen geht oder Wasser drauf kommt, verstellt sich das. Einfach die Taste links oben gedrückt halten, schon geht Tastensprache rein und nichts kann mehr passieren. Dann nächster Tipp, wenn ihr ein Training starten wollt, die Taste gedrückt halten. Und schon seid ihr in dem Menü, wo ihr eure Sportart auswählen könnt, die ihr machen wollt. Und als nächstes, falls ihr wissen wollt, jetzt mit 47%, ob die Akkuladung noch ausreicht fürs Training, zeigt ihr die Uhr hier oben die Zeit an. Jetzt für Wandern hält der Akku noch 13 Stunden. Da gibt es dann noch einen Tipp. Wenn ihr einen Pulsgurt verbindet, leuchtet dann das Uhrensymbol blau und es spart nochmal 2 bis 3 Stunden Akkulaufzeit. Und ist genau, ich persönlich nehme das nur. Und falls ihr mal die Uhr neu starten wollt, ihr geht ins Menü, auf Einstellungen, Allgemeine, scrollt da nach unten über deine Uhr.